Hallo, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes Part 4, 5. Na, nee, ich bin jetzt da. Ich weiß nicht mehr, wo ich weitermachen soll. Und dann habe ich jetzt wenig mehr drum gesucht. Also, ich bin jetzt da herum, vor die Händler. Da angerannt. Und nochmal. So. Und da habe ich meine Magnetkarten einführen können. So, und da war ich noch nicht. Okay, verlassen. Schließen. Was ist das da? Band des Wissens. Her damit. Eigenschaftspunkt. Was tue ich? Schaden. Wissen der Ältesten, aktuelles Level Erfahrung, nächstes Level Erfahrung. Puh. Mann, hey, so, ich habe eh keine Eigenschaftspunkte, also ist eh wurscht. Dann wird ein neuer Skill Tree. Was ist da? Sicherung. Sicherung. Ja. Brauche ich nicht ins Inventar reinschauen, weil die werde ich wahrscheinlich irgendwo brauchen. Für was das gut sein soll, das sei mal dahingestellt. Mir auch nicht ein. Mann, ist das verwirrend. Wahnsinn, hey. Wo komm ich denn? Ich brauche einen Schlüssel. Das habe ich mir schon gedacht. Was ist das? Es ist so. So extrem verwirrend für mich, Wahnsinn, Wahnsinn. Was
ist denn das? Ah, cool, Ölex, Elixier, das kann ich brauchen. Blutwürze, super. Und sonst? Na da. Schon. Soll ich gern wieder aussehen finden? So, genau. Und jetzt gehen wir nur weiter weg. Schauen wir, was da mal drum liegt. Soll so viel dir aufmacht. Mal aus da ist aber jetzt das Langhelle. Komm mal, Spinne rein. So mache ich das. Munitionskisten. Ich bin nicht durch. Verstecken. Boah. Was ist das? Band des Wissens. Eigenschaftspunkt. Was tut denn das? Weitere Infos. Erhöht die erhaltene Erfahrung durch das Töten von Gegnern. Eigenschaftsamateur. So. Gehen wir wieder zurück. Na, bitte nicht. Sackgassen. Es ist echt eine Sackgasse. Da ist nichts mehr. Schade. Schau.
Hey, was geht? Was tust du? Hey, du. Wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Reginald Malone. Aber du kannst mich Reggie. Falls dich etwas bedrückt, dann schau bei mir vorbei. Oder falls du mal plaudern willst. Du hast bestimmt tolle Geschichten auf Lager. Ah, nur nicht so... Mann, endlich. Man muss sich täglich zu... Wenn man nett zu den... Aber hey... Du bist heute der Held der Stadt. Mal sehen, was wir hier. Hey, was hat denn der für mich? Ich hab 489. Adrenalin kostet 50 Grad. Das brauche ich nicht. Ich weiß auch nicht, Öl-Elixier, warum zeigt es denn das nicht? Alle, wie viel das ich habe. Ich verstehe das nicht. So. Verseucht, genau, das brauche ich. Kauf jetzt einmal. Warte mal. 289. Kaffee. So. Scheiße, jetzt habe ich geschaut. Ring. Ring des Admirals. Der kostet gerade 2 Euro. Erhaltener Schaden wird um 300 erhöht. Um 300%. Ja, dann kannst du kalten, den Ring. Den brauche ich nicht. So, was soll ich denn zum Verkaufen? Nix. Kopf hoch. Hallo, wie läuft's denn so? Der nehme ich mir, der war ich gerade. So. Bin ich wieder ein wenig besser? Lass mich schauen, was. Es ist echt. Das hätte man schon ein wenig anders machen können, Leute. Hey, du! Was brauchst du? Ich habe nichts. Ich hätte zwar Eisen, aber ich habe kein Pulver. Verkaufen. Verkaufen kann ich bei dir nichts, oder was? Mach's gut. Okay, wir... 14 Minuten. Hm. Ich finde den Boss nicht mehr. Ich finde echt den Boss nicht mehr. Das gibt's ja nicht, oder? Phantom, ich hab vorher auch schon ein radioaktiver Schädel, das Ödland lässt nichts Lebendiges leiden. Ich hab vorher schon gesucht und ich finde ihn einfach nicht mehr. Oh. Kürbis. Oh, geht dieser Gestank. Thank you.
Ah, genau, was ich nur gefunden habe vorher. Den Ring der Donner, was habe ich gefunden? Der hat mich auf einmal angegriffen, der war. So ein NPC. Und jetzt bin ich genau wieder so weit wie vorher. Ich stehe auch und weiß nicht weiter. Sackgasse. Wer lebt noch? Bist du? Hörst du nicht drauf? Der Harakiri? Und sie irrten planlos umher. Es war schon schön, wenn ich den wieder finden würde. Hinterlassen. Da, der NPC hat mich angegriffen, weil ich die Saat da zerstört habe. Und dann hat er den Ring gedroppt. Den Ring der Dornen. Den, wo es in Dark Souls 2 auch gibt. Puh.
Himmel? Da ist der Shortcut. So, jetzt. Ich verstehe das nicht. Wo war denn? Da muss ich mir echt meine Aufnahme noch mal anschauen, weil. Das bringt nichts. Wo ich da gerade einen 20-Minuten-Part. Gehen wir zum Schmied. Sei sonst. Schauen wir mal Aufnahme, ja. Jetzt bin ich nämlich ein wenig stärker. Und vielleicht schaffe ich jetzt das Phantom. Hey, du. Ah. Was kann ich jetzt da tun? Den Eisenbrocher, die für die. Die könnte ich schon aufpimpen. Zwei Punkte mehr Schaden. Bis dann. Ja. Der Song, das machen wir so. Ich mache jetzt einen Break. Und schauen wir mal Aufnahme an, wo ich da hingegangen bin. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao.